Diese Geschichte ereignete sich während der Herrschaft von Karl dem Vierten. Prag war damals die größte Stadt Europas. Und in jener Zeit wurden dort einige der schönsten Bauwerke errichtet. So wie die Karlsbrücke über der Moldau. Und die Altstädter astronomische Uhr. Hey Jakob, glaubst du wirklich, dass es uns hier gefällt? Ach, wir werden sehen, Ziege. Na komm, wir müssen uns beeilen. Au! Hey, wir haben hinten einen Korb voll Eier geladen. Du machst dir noch kaputt. Du machst besser auf. Und außerdem, du bist von Anfang an nicht dabei. Und hier in Prag beginnt unsere Geschichte. Prag ist ein seltsamer Ort. Tagsüber ist die Stadt modern und fantastisch, aber nachts magisch und mysteriös. Wie wär's mit einem wunderschönen Kürbis? Oh, oh. Viele Menschen reisen nach Prag und viele bleiben dort. Bleiben sie, weil die Stadt fantastisch ist? Oder weil sie mysteriös ist? Schönen Tag, mein Freund. Hallo. Hier ist das wunderschön, Ziegel. Zu Hause gibt es nichts Vergleichbares. Ich finde, es ist genauso wie bei uns im Dorf, nur größer. Ja. Ach komm schon, Ziegel. Lass uns die Karlsbrücke anschauen. Das wird deine Meinung ändern. Eine Brücke, wie toll. Können wir nicht stattdessen nach Hause gehen? Ich verstehe nicht, warum du so begeistert bist. Wir haben doch auch Brücken zu Hause. Du wirst sehen, die hier ist ein bisschen anders. Haha, die Karlsbrücke! Allein die zu sehen war die Reise wert. Hm. Oh. Hier. Ja, wir werden sehen. Oh, sie tun wirklich Eier in den Mörtel. Hey, der Nächste in der Schlange. Schnell, weiter, bewegt euch, nicht trödeln. Du, Pferd mit Hörnern, bringt die Eier darüber. Sieh ich vielleicht annähernd aus wie ein Pferd? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht vielleicht auch Küken verwenden. Kommt, ihr Küken, kommt schön zu Großmama, hier entlang, kommt, ihr Kleinen. Mein exzellenter Jahrgang, schütt ihn rein. Das wird eine Brücke, die 1000 Jahre hält. Ach, weiter an die Arbeit, los. Ich glaube, hier sind viel mehr Leute als in der Sonntagsmesse zu Hause. So etwas widerfährt einem nur einmal im Leben. Hey, hört auf, mir dauernd Blinde zu schicken! Nur einmal im Leben? Wahrscheinlich, weil sie sich zu Tode arbeiten. Ach komm, entspann dich mal, Ziege. Wow, schau dir das an. So etwas Wunderbares will ich auch mal machen. Oh, das wird gut. Du schnitzt doch die besten Figuren, Jakob. Hol sie raus. Also, du und das Pferd mit den Hörnern wollt arbeiten. Was? Wollt ihr gleich arbeiten? Dann kommt mal mit mir. Ich dachte gerade darüber nach, ob ich... Ach, nicht denken. Wir denken hier nicht. Wir arbeiten. Wir haben hier die modernste Technologie des 14. Jahrhunderts zur Verfügung. Die Sicherheitsvorkehrungen werden bei uns strengstens eingehalten. Wir haben auch die niedrigste Sterberate in ganz Europa. Normalerweise, hier ist dein Platz.
Wo der tote Mann ist? Nein, nein, wo der tote Mann war. Weiter, weiter, weiter an die Arbeit. Schafft das Skelett weg. Bewegt euch. Sei frei wie ein Vogel. Kommt schon, ihr Verlierer. Weiter an die Arbeit. Kommt schon, schiebt den Kran. Ja. Ja. Ich kann nicht mehr weiter arbeiten. Dann machen wir lieber eine Pause. Ich muss auch mal, mach auf. Ich hoffe, dass Meister Hanusch seine Uhr rechtzeitig fertigstellen kann. Meister, wenn nicht, ist der Henker gleich um die Ecke. Was ist denn da unten los? Ups. Oh. Entschuldigung. Oh, Jakob, Jakob. Ich muss dich wie mein Kreuz tragen. Oh, Jemine. Was würden wir jetzt nicht alles für ein schönes, kühles Bier tun? Hab ich recht? Komm, komm. Warte. Bitte, meine kleine Dame. Nein, nein, ich akzeptiere keine Goldmünzen. Und noch eine Sache. Und noch eine Sache, meine Kinder. Wir müssen alle uns daran erinnern. An die Toten. Fresserei ist die schlimmste von allen. Es ist die schlimmste von allen. Wir sollten all unser Gewissen prüfen. Hey, halt mich den ja für euch ab. Das ist ein Gebot. Die Gebote nicht. Meine Kinder, alle sind doch alle in der Hölle. Lasst uns beten. Amen. Sie gab mir zwei Goldmünzen. Du hast sie nur zurückgegeben, oder? Natürlich bin ich verrückt. Und die Steuer. Achtung, Jungs, sie kommen. Sie kommen auf eure Position. Auch immer, Geld bringt nichts außer Sorgen. Schaut nach Regen aus, Matthias. Macht einen schönen nassen Spaziergang. Hey, da ist ein Anfänger. Er ist jung und ehrgeizig dazu. Ich glaube nicht, dass er weiß, wie man als Bettler auf den Straßen respektiert wird. Das reicht für ein Huhn. Und das vielleicht für eine Katze. Wie großzügig, Herr Bürgermeister. Dafür bekommen Sie ein ganzes Schweineschwein. Hey, Kollege, du kannst hier nicht ohne Lizenz betteln. Man muss sie sich erst verdienen und du hast sie noch nicht. Verschwinde hier, du lausiger Vollpelz! Oh, verschwinde von hier, du Lausebengel! Dieses Bier ist furcht! Und so ein verdammt kleiner Krug! Mit diesem Blatt wird es mein. So gut, das niedrigste Blatt sitzen. Kein Bier, hau ab! Oh, was haben wir denn hier? Einfach schrecklich!
Lass uns allein! So ist das eben, Kumpel. Du solltest wieder dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich weiß doch nicht, was ist, aber wo immer es ist... Nicht in die Nähe von diesem Haus, denn dies ist das Haus von Dr. Faust. Jakob, du kannst mindestens genauso gut Statuen schnitzen. Ich, nein, das kann ich. Verstehe. Möchtest du vielleicht lieber mit dem Hammer arbeiten, ja? Hör auf, herumzustehen! Esel! Wie ich dir gesagt habe, richtig rumstehen können nur die Profis. Ja, ich verstehe. Warum hast du zu Hause niemals so hart gearbeitet? Ach, komm schon, Ziege, komm schon. Das hier ist eine völlig andere Situation. Oh ja, wie auch immer. Jetzt gib mir den Nagel, hm? Wo ist Max? Wo ist Max denn hin? Ich brauch noch einen Nagel. Wir haben keine mehr. Mach schon, gib mir einen neuen Nagel, Ziege. Hä? Ich hab dir doch eben gesagt, dass wir keine mehr haben. Ach, oh Mann, ist das so schwer zu kapieren? Ja. Hättet ihr gerne noch einen Nagel, mein Herr? Ihr zwei seid so lustig. Oh, jetzt hätte ich das beinahe vergessen. Tut mir wirklich leid. Ah. Hey, du hast da schon deinen Nagel, also hör auf zu starren. Ja, hab schon verstanden.
Kathi. Oh, auf, du bist ungezogen. Bis bald, Kathi. Ja, ihr Name ist Kathi. Und weiter? Normale Schmiedenägel und Dachschindelnägel, bitte. Beste Qualität und billigster Preis, natürlich. In Ordnung, bis morgen. Kathi. Was ist denn so Besonderes an ihr? Holla! Die astronomische Uhr soll in 3 Tagen fertig sein. Ich liebe Knochen. Lecker und steuerlich gut absetzbar. Ja, das ist toll, Kumpel. Besonders, wenn er meiner ist. Auf keinen Fall. Er gehört mir. Nein, es ist meiner. Gib ihn her. Guten Tag, Vater. Oh, komm rein, mein Kind. Also, was kannst du mir... Ja, bitteschön. Oh, heilige Jungfrau. Oh, wie schön. Scheint die feinste Qualität zu sein. Sie sehen aus wie die, die man im Vatikan benutzt. Nägel, direkt aus dem Vatikan. Garantierte Heilung von allen Krankheiten. Einfach den Namen. Irgendwie wäre ich lieber in der Kneipe. Schaut euch das Prinzip an. Hör auf mich zu schubsen. Das funktioniert über Zahnräder und Triebe. Ihr Bewegungsmechanismus, meine Herren. Schau dir mal, was ich hier habe. Oh, das ist ziemlich gut. Mehr Aufmerksamkeit, Herr. Bitte, passt doch auf, manche... Verzeihung. Lasst uns die Zahnräder und die Triebe. Es gibt da verschiedene Formen. Das hätte ich nicht gedacht. Diese Arbeit ist gar nicht so schlecht. Gut für dich. Gib mir den nächsten Nagel. Nägel. Dafür bin ich gut, hä? Weshalb holst du nicht deine Freundin für mehr Nägel? Oder vielleicht sollten wir einfach von diesem verfluchten Ort verschwinden, wie ich es von Anfang an wollte. Siegel, gib schon her. Ich habe nur 2 Hände. Ich habe keine Hände. Also kannst du dir die Nägel selbst aushändigen. Denk kein bisschen an mich. Jakob! Hey, was macht ihr denn da? Was ist denn nun schon wieder los? Ich verlange sofort die Verantwortlichen. Pack den Esel! Steig auf! Oh Mann, bist du schwer geworden! Du doch auch! Willst du damit sagen, ich sei weg? Nein! Ja, niemals passiert hier etwas Aufregendes. Lass uns hier anhalten. In Ordnung. Oh. Hier können wir uns verstecken. Oh ja, hier ist es wirklich, wirklich unauffällig. Du musst dich jetzt mal zurückhalten. Ich weiß, wie gerne du einen trinkst. Oh, wenn es unbedingt sein muss. Oh, ich werde dich von der Suppe fernhalten. Oh nein. Also gut, hör mir mal zu. Aber sei vorsichtig mit dem Plan für die Uhr, Matthias. Ja, ich glaube, das ist... Die haben es gut. Gut, jeden Fall. Lass uns weitergehen, Matthias. Wir sollten keine Zeit verlieren. Ja, Meister. Du kannst später genügend Zeit mit deinen Freunden verbringen. Herr Ober? Hey, da ist Matthias, der Streber.
Und das Schoßhündchen von Hanusch. Auf meinen besten Freund. Und auf deinen besten Freund. Lass uns noch mehr trinken, Jakob. Ja, trink, mein kleiner Freund. Noch ein Bier, bitte. Hey, nicht Dschungel! Du bist doch nicht das verantwortliche Punkt für mich! Verantwortlich! Ah, oh, das war aber jetzt nicht fair! Ja, abseits! Komm ich gleich freilos! Ja, ich hab gewonnen! Du hast gewonnen! Komm schon, komm schon! Ja, aber wirklich nicht! Das kannst du nicht mehr machen! Genug! Geht zurück zu euren Tischen! Die Suppe ist zum Essen da und nicht zum Spielen! Oh, oh, Prager! Ist doch egal! Komm zu mir, gell. Der Rauch wird uns noch töten. Wir sind doch nicht in Teufelsküche. Ja. Jakob, willst du mich heiraten? Nein, das wird nicht funktionieren. Nein. Es ist, weil ich eine Ziege bin, nicht wahr? Es ist, weil ich eine Ziege bin. Also vielleicht ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich bin betrunken. Achtung! Ich hasse es, euch zu unterbrechen. Aber könnt ihr eure Zeche auch bezahlen? Wie man an unserem Hab und Gut sehen kann, sind wir nicht arm. Nun, du hast Glück, dass ich ein Faible für Schafe habe. Ich schenke euch noch 2 Krüge aus. Was zum... Zahlt jetzt endlich, ihr Turteltäubchen! Und jetzt, lass uns einfach schnell! Also, ich werfe euch jetzt raus. Ja. Nun, lass uns schnell von hier verschwinden! Wag es nicht wiederzukommen und nimm dein Schaf mit! Oder dein Elch oder Katze, was auch immer! Jakob? Jetzt wäre die Zeit, nach Hause zu gehen. Oh Gott, bin ich betrunken. Kathi! Oh.
scheint ganz schön ins Gras gebissen zu haben. Eine brandneue Uhr haben! In 2 Tagen! Hallo, meine lieben Freunde, was ist passiert? Du hast keine Lizenz, stimmt's? Na, so nein, was? Er hat keine. Also, ich habe meine hier. Also, ich nehme dir die mal ab. Dann das bekommst du auch keine Probleme. Übrigens stinkst du fürchterlich. Ja, mein rechtes Horn tut weh. Ich weiß, wie es dir geht. Mir tut auch alles schrecklich weh. Wow! Sie sieht aus wie ich. Sie ist wunderschön. Standardlieferung, 100 Nägel. Und, oder vielleicht auch irgendwann später. Okay. Mal 7. 86, ja. Du machst mir die geringste Sorge, Mathis. Aber die Uhr, wir brauchen Statuen. Es sind noch 2 Tage und wir haben keine Bildhauer. Zumindest nicht den richtigen. Was meinst du, wen Meister Hanusch auswählen wird? Nun, das wirst du nicht sagen. Bitte, bitte, nehmen Sie mich, Meister. Ich war im Ausland. Ich bin ausgebildet. Nein, die nehme ich auch. Oh, voilà, Monsieur. Die feinste französische Qualität, ja? Nein. Aber sehen Sie sich meine Statue doch erst einmal an. Sie ist mir zu französisch. Oh, no, Sie haben keinen Geschmack, Monsieur. Tut mir leid, Jean-Claude. Ich liebe, du brauchst das hier nicht mehr. C'est un nu patinier, merde! Oh, guten Tag, Meister. Das ist unmeister Hanusch. Mein Rücken verrückt. Ich konnte heute Morgen gar nicht gerade stehen. Der bringt mich noch um. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich aus allen Nähten platze. Das ist ein fürchterliches Gefühl. Endlich! Ein talentierter Bildschirm. Total daneben. Nein. Egal, wie daneben ihr singt, mit deinem Talent kannst du noch etwas Großes werden. Ja. Ich freue mich, dass Sie mich nach meiner Meinung fragen, aber ich frage mich, warum Sie mich fragen. Nicht nötig, so bescheiden zu sein, junger Mann. Du bist angeheuert. Also teile deine Ideen mit mir. Wie wäre es mit einem Apostel hier? Ja, ja. Und wie wäre es mit einem reichen Geizhals? Ausgezeichnet. Und da drüben ein eitler Badegast. Was meinen Sie? Exzellent. Ja, ausgezeichnet. Aber kriege ich was zu essen? Irgendwas? Irgendwas? Diese Suppe schaut köstlich aus. Ach du meine Güte. Ich sehe, wir haben nette Gäste hier. Ich werde uns allen etwas zu essen machen, in Ordnung? Ja, solange keine Augäpfel drin sind, in Ordnung. Aber ich bin ja eine Ziege, ich esse ja alles. Ja, ja, der Prager Frühling ist schöner als der Prager Herbst. Wunderschön. Komm, die Wolde und nennt man auch das böhmische Meer. Wir beißen doch nicht. Ich denke, wir sollten anstoßen. Wann kommt denn endlich unser Bier? Hier ist euer Bier, Jungs. Behalt den Rest. Danke sehr. Kein Geld. Bier.
Mal dann. Trink doch kein Bier. So einfach ist das. Einmal Verlierer, immer Verlierer. Selbst wenn er Kaviar isst. Das ist doch gemein. Hey, au! Das sind die Pläne von Hamosch. Und das ist Mattis Stift und ohne den läuft er nie herum. Richtig. Das ist köstlich. Du hast eine sehr, sehr hübsche Ziege. Findest du? Nun, sie ist mein bester Freund, aber sie ist ziemlich rechthaberisch. Meistens, weil ich recht habe. Nein, im Ernst. Sie ist sehr schön. Was ist das hier? Ich mag ihre Flecken. Du meine Güte, das ging schnell. Ich muss jetzt leider gehen. Oh, du bist so hübsch. Brave Ziege. Oh! Ich will bald zurück sein. Es ist unglaublich. Ich kapier's einfach nicht. Sie ist total langweilig. Was ist denn so Besonderes an ihr? Ist es, weil sie aus Prag ist? Oh ja. Prag. Gewinner! Na los! Noch los. Mehr Bier für die Herren, ja? Hallo, die Runde geht auf mich. Hier. Oh, echter Silber! Herzlichen Dank! Hey, die Runde geht auf Mathe. Er scheint ja doch noch Mäuse in der Tasche zu haben. Aber er kann sich immer noch keine ordentliche Kleidung kaufen. Das will er. Dankeschön. Eine Silbermünze allein reicht nicht für neue Kleidung. Aber keine Sorge, du wirst schon bald mehr haben, Kumpel. Zeichne einfach weiter. Du bist ziemlich gut. Ja. Bist du bereit? Ja. Meine Freunde. Ja. Nicht so laut. Darf das doch... Sag mal, Ziege... Fängst du nicht auch langsam an, Prag zu mögen? Ich weiß nicht. Zumindest könntest du dankbar sein. Wir haben ein Dach über dem Kopf und wir haben uns. Ja. Also hör auf zu schmollen. In Ordnung. Gute Nacht, Jakob. Gute Nacht, liebe Ziege. Gute Nacht. Es ist das Wichtigste, alles auf Papier festzuhalten. Pläne sind sehr wichtig. Das Leben ist schön. Hey, pass doch auf. Wir müssen mit Meister Hadus Plan vorsichtig umgehen. Schnell weg. Eingelebt. Morgen! Ich will so fertig sein. Ja.
Ist das nicht wunderschön, Ziege? Donnerwetter, ich wollte schon immer Statuen machen. Lala, 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 lala. Hör auf! Ich bin hart am Arbeiten. Du bist nicht am Arbeiten, du bist am Sabbern. Oh, du hübsches Ding. Ich hab dir etwas mitgebracht. Hier, einen Kohlkopf. Nur für dich. Ein Kohlkopf. Oh, wunderbar. Und was soll ich jetzt damit? Bin ich vielleicht eine Ziege? Oh, du Kohlkopf, du Frecher. Wirst du schon wieder... Vielen Dank, dass du dir die Pläne für die Uhr nochmal angeschaut hast, Mathis. Oh, es war mir eine Freude. Einen schönen Tag doch, Meister Alles Hanusch. Gute, Mathis. Lass uns das aufs Papier bringen. Wirklich faszinierend. Willkommen, Herr Bürgermeister. Welch große Ehre die Statue. Für uns. Wir schnitzen gerade die alle großen. Ja, ich werde den rechts nehmen und den kleinen. Die Uhr nicht nur die Zeit messen, sondern auch die Sonne. Das ist einfach faszinierend. Bitte, Herr Bürgermeister, schauen Sie sich das an. Wir sind hier dargestellt, die unsere Astronomen der Karls-Universität. Schauen Sie sich das an. Ist das in einem Auge? Mehr braucht man, dass Sie so gut sehen. Ja, ich habe nicht so viel versprochen. Ich frage mich, wird diese Uhr rechtzeitig fertig sein, Meister Hanusch? Oh ja, Herr Bürgermeister, sie wird morgen fertig sein. Oh ja, natürlich, keine Sorge, alles wird gut. Aber was ist das? Diese Art von Arbeit ist definitiv nicht akzeptabel. Definitiv. Die Stadtkasse wird das sicherlich nicht bezahlen. Aber ich... Wir können nur inständig hoffen, dass sein Werk nicht so unordentlich ist wie seine Pläne. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, sollte sofort bestraft werden. Mathis. Meister Hanusch? Jetzt geht's los. Meister Hanusch! Du, du bist unter Arrest! Es muss ein Missverständnis sein. Was habe ich denn getan? Mathis, warum hast du das getan? Ich bin so enttäuscht. Also magst du Kathi mehr als mich, oder wie? Ich hab euch beide gleich gern, Ziege. Das ist nur ein bisschen anders. Da fehlt bei der Uhr noch etwas. Na was? Aber du nennst mich immer nur Ziege. Du hast mich noch nie anders genannt. Das liegt daran, dass du eine bist. Hier. Das ist, was die Uhr braucht. Ein Skelett. Aber wie schaffe ich es, bis morgen ein Skelett zu schnitzen? Hast du eine Idee? Wie kann man nur seine eigene Arbeit so verhunzen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist die gerechte Strafe. Der Pranger wird dich lehren. Ich bin unschuldig. Pass schön auf, das passiert dir auch, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst. Nein. Was habe ich auch? Was habe ich denn getan? Oh, Mathis. Mathis. Meister Hanusch!
Meister Hanosch! Was... was habe ich denn getan? Und noch die Leiter. Hey, hey, hey! Du packst ein! Also war's das dann wohl mit Prag? Ja, ja, ja. Was? Es ist die perfekte Nacht für einen Ausflug. Nur wir beide. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Hm? Du siehst wie eine Frau aus. Oh, Eise. Entschuldigung. Trink noch ein Bier, Schaf. Trink alles, was du willst. Ein fürs rechte Horn und ein fürs linke Horn. Ja, verstehe, Schaf. Ein doppeltes Bier. Es ist viel besser, als Schaf zu sein. Dieser Ort ist sehr unhygienisch. Prost! Und auch dir Prost, mein Freund! Ja, nur eine kleine und... Nein, 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 nein! Das ist ein steiler Hügel, oder? Der Galgenhügel. Hm. Welches Skelett nehmen wir jetzt? Zu klein, zu dünn. Da fehlt ein Bein. Der da. Der ist perfekt. Ja. In Ordnung. Lass ihn frei. So, jetzt geh nach Hause. Geh schon. Oh, Jakob. Daddy. Ich bin ja schon leise. Na bitte sehr, Kumpel. So gut. Ich werde es euch zeigen. Ihr werdet alle sehen, was passiert. Ja! Das war heute Abend sehr schön mit dir. Jetzt spare dir deine Kraft für die morgige Eröffnung. Gute Nacht. Gute Nacht, Kathi. Gute Nacht. Hey, ich mache mich bettfertig. Direkt am Fenster. Was? Direkt am... Was für ein toller Tag. Oh ja, Prag ist fantastisch. Ah, schon wieder der Vollmond. Eines Tages werde ich dich kriegen, Mond. Ja? Oh, oh, oh Gott, bin ich beschwipst. Ziege, was soll das? Warum bist du wieder betrunken? Versuche zu schlafen. Ja.
Wir möchten zunächst ein paar Dankesworte sagen, liebe Bürger. Wir danken dem Stadtrat, dem Bürgermeister und Gott, die dieses einzigartige und schöne Werk ermöglicht haben. Soll ich mich auch bei den Anwälten bedanken? Ja. Und natürlich danken wir auch unseren Freunden, den Anwälten. Und ich nehme an, dass noch weitere unwesentliche Arbeiter involviert waren, wie auch immer. Dieses fantastische Kunstwerk an Maschinerie, das der Stadt würdig ist, ist fertig. Wir präsentieren die altstädtische astronomische Uhr. Das ist einfach nur peinlich. Diese Statuen sind furchtbar. Ich hätte sie sogar mit meinem Wanderstock besser geschnitzt. Los, weiter! In dieser blöden Stadt. Sicher nicht. Mensch, zumindest bin ich hier nicht der Einzige mit Schaddern. Und nein, Wolverine. Da haben wir es. Hey, Kumpel, gib mir dein Spezialgebräu. In Ordnung, eine hochprozentige Milch für den mageren Mann. Danke. Ist jemand hier? Was ist hier los? Sie sagen guten Abend. Guten Abend sage ich auch Ihnen dran. Bitte kommen Sie rein. Sie sagen, wir wollen auch eine Uhr, aber eine viel, viel größere. Können Sie bitte uns auch eine Uhr bringen, die sich passt? Und das ist es nass. Oh, also Mann, bin ich betrunken. Es dreht sich alles. Oh, hey, hey, hey. Oh, yeah. Moment. Was war das? Das war gar nichts. Jakob? Das war nichts, komm. D2. Was macht ihr zwei da? Oh mein Gott! Ich komme gleich wieder, entschuldige. Oh,
Absolut unglaublich. Sowas kann wirklich nur in Prag passieren. Sie sagen, hier ist die Anzahlung. Nein, das kann ich nicht annehmen. Ich werde Ihnen keine Uhr bauen. Für ein paar böhmische Pfennige sollen die Pläne anderen gezeigt werden. Damit Hanusch überall eine Uhr bauen kann. Sehen, Meister Hanusch, wer zuletzt lacht. Wir werden sehen! Sicherlich. Ich will nicht dafür gerade stehen. Ich stehe Ihnen völlig zu, Herr Bürgermeister. Das ist ja regelrecht Hochverrat gegen jedermann in der Stadt. Ja, das ist Hochverrat gegen jedermann. Und auch gegen die anderen. Wir müssen sicherstellen, dass überhaupt keiner eine Uhr wie die unsere bekommt. Außer ich. Ja. Hol mir Ermittler! Ich werde gehen. Guten Morgen, Meister Hanusch. Guten Morgen. Guten Morgen, meine Liebe. Guten Morgen, Meister Hanusch. Guten Morgen. Oh. Wunderbare Arbeit, Meister Hanusch. Vielen Dank, nett von Ihnen. Vielen Dank. Aber, er wird jede Minute aber hier sein. Ich schon sagte, wie ich es gesagt habe. Ich bitte Sie, nehmen Sie sich dieses Problems an, als ob es Ihr eigenes wäre, Herr Mittler. Kein Problem. Lass uns die Sache erledigen. Vielleicht sollte ich das hier auf die andere Seite stellen und dann das hier dorthin. Yeah.
Meister Hanusch? Meine Augen. Ich kann nichts mehr sehen. Die Uhr. Ich muss die Uhr sehen. Ich fühle mich zur Uhr. Vorsichtig. Bitte, bitte, tu das nicht, Meister Hanusch. Ich muss sein. Ich muss sein. Gleich kommt es zu uns. Dieses hier. Ja! Was habt ihr getan? Was habt ihr gemacht, Meister Hanusch? Ich frage, wer hat die Uhr angehalten? Wer hat die Uhr kaputt? Wer ist da oben? Wer ist da oben? Ihr habt recht, da haben wir sie. Nach sorgfältiger Überlegung glaube ich, dass ich diesen Ort endlich mag. Passiert. Setz dich hin, junger Mann. Hey! Los! Du wirst die Uhr reparieren. Nein, 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 ich bin nur... Verweigerst du dich, uns zu helfen? Jakob. Kathi! In Ordnung, ja. Ich werde die Uhr reparieren. Ja, ich dachte, dass du wieder zur Besinnung kommst. Du hast so viel Zeit. Oder Kathi wird gehängt. Aber das können sie doch nicht machen. Sie wird gehängt am Nachmittag. Soll ich anfangen? Ich weiß nicht mal, worauf ich gucke. Soll ich das so rumhalten? Oder... Leo, lass uns feiern! Komm schon, Jakob! Hey, was ist los, Kumpel? Komm schon, du alter Bock, lass uns tanzen! Ich nur etwas. Oh, Jakob! Huhu! Ja, na los! Zumindest habe ich die Pläne. Mitte, Kätzchen. Wo bist du? Ich kriege.
Ziege? Ziege, was hast du gemacht? Was? Warum frisst du immer alles auf? Sag schon! Mir passiert exakt das Gleiche, wenn ich am Tisch in meiner Nase bohre. Hey! Oh. Ohne den Plan kann ich nichts machen. Oh. Das habe ich wohl gründlich verbockt. Ich zeig dir, wie man Männerherzen erobern kann. Komm schon. Ja, in Ordnung. Warum eigentlich nicht? Lächerliche Ziege! Du hast den Vertrag unterschrieben, Mathe. Was ist mit dir los, Mathe? Du kannst mir nicht davonlaufen. Kann man hier nirgendwo ein ruhiges Plätzchen finden? Wo waren wir gerade? Meinst du, du könntest dein gelbes Kleid für mich ausziehen? Also, ja. Nein! Ich möchte nicht reich sein! Nimm das Geld! Ich möchte meine Seele zurück! Ich muss das unbedingt herausfinden. Wenn ich doch nur etwas mehr Zeit hätte. Ja.
wahrscheinlich Größe 6. Spart Geld für das Seil. Halte durch, Kathi! Ich komme! Kathi! Oh. Geh wieder zurück und repariere die Uhr! Kathi... Ich muss das schaffen. Ich muss das. In Ordnung, ich kann das. Kathi? Oh! Kathi! Jakob? Tut mir leid wegen der Pläne. Mach dir keine Sorgen, Ziege. Es ist schon in Ordnung. Du kannst ja nichts dafür. Ich glaube, ich setze dich genau hier ein. Ziege, bist du das? Oh, puh. Da kommen sie. Oh, was hab ich dir angetan? Ja, das dürfte es gewesen sein. Ja. Schokogalgen, Schokogalgen schmecken allenthalben. Genießen Sie meine süßen Exekutionssouvenire in Erdbeer, Vanille, Banane und Schokolade. Sie wollen keine Exekutionssouvenire, das ist schade. Wirklich schade. Sie bekommen sie nur bei mir. Das war's! Nein, das war's nicht. Die Uhr funktioniert noch nicht. Nun, ich denke, wir sollten nicht länger warten. Dann fangen wir an. Bitte, bringt die Gefangenen zum Gallen. Ich kann diese verflixte Uhr nicht zum Laufen bringen.
Diese tadelnswerte Tat verlangt die allerschärfste Strafe unserer geliebten Stadt. Tod durch Erhängen. Sind Sie einverstanden, Herr Bürgermeister? Ich bin einverstanden. Tod durch Erhängen. Liebe Gott. Mal sehen, ich versuche es mal hier. Hiermit erteile ich die Erlaubnis, die Gefangene sofort zu exekutieren. Häng sie! Amen. Lass uns alle beten. Aber ich habe doch noch Zeit. Ich habe noch viel Zeit. Kathi! Der sie gefangen ist mit einer Karre entflohen. Ja. Nicht das, was... Ich mag es lieber, wenn sie eine Axt benutzt. Ich finde, erhängen noch am besten. Diese hier. Ja. Und das hier auch. Äpfel, Galgen, Süßigkeiten, alle Geschmäcker. Trotz der jüngsten Ereignisse hat unser aller Bürgermeister, der heute wunderbar aussieht, mit Hilfe Gottes die Uhr selbstständig repariert. Jawohl. Er selbst. Ja. Die einzige Sache, worum ich dich bitte, ist, dass meine Kathi noch am Leben ist und wieder zu mir zurückkehren wird. Ich habe noch nie etwas verlangt. Ich möchte nicht viel, ich möchte bloß Kathi. Nur Kathi. Kathi! Kathi! Lieber Jakob. Sie tat es für mich und für dich, Kathi. Es tut mir so furchtbar leid, Jakob. Was hängt ihr zwei hier immer noch herum? Siege! Ich bin so froh, dass du noch am Leben bist! Ja! Weg damit! Wie schön du lebst!
Untergang. Besser kann es gar nicht enden. Ziege, du bist wirklich ganz schön schwer. Ja, so schwer wie eine Kuh. Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. Ich bin eine Ziege. Hey!